Hello, my friends, and welcome back to Splatoon 1, 2, Hide and Seek. Ja, es haben viele danach auch gefragt, ich weiß, und ich habe gerade Summerrun aufgenommen und es ist auf jeden Fall, also die Steuerung fühlt sich auf jeden Fall jetzt deutlich anders an. Oh mein Gott. Jetzt wieder so ein Gamepad in der Hand, das ist ein bisschen komisch. Muss ich sagen. Lol. Ich bin Heiler, das ist super. Und ich raff gar nichts. Ich glaube, ich nehme wieder meine Taktik, aber ich glaube, die wissen einige schon, wie ich das hier mache. Ich glaube, einige haben es nicht vergessen. Es sind, ich glaube, Nikos neu dabei, aber sonst kennt man, glaube ich, die anderen Namen so ein wenig. Gehe ich mal stark davon aus. Wie ging das noch? Ach ja, die Karte ist auf dem Gamepad, stimmt ja. Ich wollte gerade X drücken, lol. Oh, ich wollte... Jetzt habe ich auch gerade kurz B gedrückt. Das ist echt schlimm. Lol. Also es wird auf jeden Fall schwierig werden, also mit der Steuerung zurechtzukommen. Aber mir geht's nicht... Also mir geht... Nicht nur mir geht's so. Lol. Aber ich freue mich ein wenig. So, komplett... Wir sind alle nicht in Splat 1 eingespielt und jetzt einfach mal komplett Hide and Seek zu spielen. Gleich total fail. Das ist irgendwie richtig geil. Wir sind alle in der Base. Ob das gut ist, ich weiß es nicht. Wäre cool, wenn ich hier so gewinnen würde. Genau an diesem Pfosten hier. Das wäre geil. Und ich gehe genau da immer hin, wo Nico hingeht, damit ich mich direkt verpissen kann. Hör auf zu spritzen. Sonst fällst du auf. Es wäre geil, auch wenn einer so dahin, also dann als Köder spielt quasi. Da würde man denken, oh, da ist vielleicht die Karte, daran ist schon daher und ich verpiss mich dann irgendwie. Weil, dass wir jetzt hier alle in der Nähe sind, ist quasi suboptimal. Dann spiele ich vielleicht sogar Opfer. Ich weiß es aber noch nicht, wie ich mich, oh, verhalten werde. Also, sie grasen auf jeden Fall genau die Base ab. Lol, also ich hab, oh Gott. Also, erwartet kein Skill diesmal in Hide and Seek 0. Okay, Nico macht's wieder total super. Junge, willst du uns gleich verraten? Lol. Oh, da oben würde ich ganz gerne hingehen, aber nein, das ist ein Versteck, der immer so lame ist. Oh Gott, ich werde so hart abkacken. Boah, ich würde jetzt gerne da die Wand hoch, ne, und dann mich da irgendwie verpissen. Weil einer ist da, einer ist da. Also es wäre möglich, aber ich weiß nicht, wo der dritte ist. Ach, es sind ja nur zwei, stimmt, lol. Ich frage mich so, hä, wo ist der dritte? Lol. Dumm. Jetzt bin ich da, jetzt weiß ich nicht, wo der eine hingeht, der gerade gespawnt ist. Einer geht in die Base, wo geht der andere hin? Ah, der kommt von da und da wollte ich erst hingehen und das ist Armin, glaube ich. Oho. Am liebsten würde ich komplett weiter weggehen jetzt. Mein Herz schlägt wieder wie so eine Maschine. Ach du Scheiße. Also ihr habt doch keinen von uns gefunden. Ich bin tot. Ob wir alle überleben. Wollt ihr mich verarschen? Nee, Nico ist, glaube ich, schon tot, oder? Ja, der muss schon tot sein. Keine Ahnung. Aber Larry lebt einfach auch noch. Lol. Oh, Larry. Versuch, sie irgendwie abzulenken.
Warte, ich habe noch Schild, das mindestens 10 Sekunden hält. Ich glaube, das war Armin, oder? Scheiße, ich kann die Nachrichten nicht scrollen, aber die schreiben. Fuck. Ich will die Nachrichten... Doch, die scrollen. Gut. Na... lol. Ha! Direkt eine Runde gewonnen. Und ich bin hier S. Lol. Seit wann bin ich so gut in diesem Spiel? Lol, bin ich eigentlich nicht. Nice, erste Runde gewonnen. So kann es auch weitergehen. Huh, da hatte ich aber auch wirklich Glück. Und dass diese Map auch wieder von der Partie ist, ist auch irgendwie so klar gewesen. Weiß ich nicht, das ist eine dieser Standard-Maps, wirklich. Aber mal gucken. Auf jeden Fall hatte ich die Seeker, die gerade alle Seeker waren, direkt bei mir. Boah, über diese Steuerung jetzt wieder in den Griff zu bekommen. Das ist schon schlimm. Weil ich habe mindestens 3 Wochen oder so kein Splat 1 mehr gespielt. Derzeit möchte ich auch erstmal nur in Splat 1 halt den Sieg bringen, weil ich noch nicht weiß, wie ich das handhabe in Splat 2. Weil ich glaube, da werde ich keine Specials nehmen, weil ich finde... das so dumm gemacht, weil manche Waffen killen auch ein bisschen schnell und dass man einfach keine Specials hat, dafür, dass die Zeit vielleicht höher ist. Aber erstmal bleibt die Zeit 1,30 wahrscheinlich, aber dass die Heider halt keine Spezialwaffen bekommen. Und dann, wenn das irgendwie ausartet, wenn zum Beispiel nur die Seeker oder nur die Heider gewinnen, dann gucke ich mir, dann schaue ich einfach mal, wie ich das anpasse. Weil Tintenrüstung macht keinen Sinn. Das könnte man auf eigene Gefahr einsetzen, weil du brauchst erstmal ein paar Sekunden, um dass es aktiviert ist. Und man sieht dich in der Tinte. Das ist halt total blöd. Versteht ihr, was ich meine? Oh Gott, wo soll ich mich hier verstecken? Daran jetzt wohl mal abgesehen, WTF. Ich könnte diesen einen Glitchy probieren, aber erstmal gehe ich sowieso wieder in die Pussy Base. Weil ich sehe es ja, damit schon auffällt, dass ich genau da bin. Jeden Kack einfärben, das ist total wichtig. Das ist total wichtig, Freunde. Aber ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, warum ihr ausgerechnet den Modi Hide and Seek so gerne mögt. Ich meine, zum Spielen ganz geil, aber zum Zuschauen, man weiß ja nie. Also, ich weiß es nicht. Sagt mir mal, warum ihr das so cool zum Zuschauen findet. Und was mögt ihr lieber, was ich bin, Heider oder Seeker? Meistens ist Heider immer ganz witzig. Aber nun gut. Wo ist Dark? Der ist einfach, chillt da einfach rum und denkt sich... Ah, gab's da nicht so einen Glitch? Warum ich die ganze Zeit jetzt so zitter, weil ich pullern muss. Immer bei Hide and Seek muss ich entweder pullern oder kacken. Aber meistens ist es pullern. Ich habe nämlich gerade getrunken, weil ich davor ja Simon Run aufgenommen hat. Und da hatte ich einen bisschen kratzigen Hals. Ja, das ist nicht so geil. Oh, ich wollte gar nicht schießen. Was macht Armin da? Ich glaube, du bist ein bisschen gefährlich, da wollte ich nur mal sagen. Ich würde dich da am besten verpissen. I don't know what you're doing, aber lol. Da ist ein Gegner und er ist irgendwie... What the fuck? Are you fucking kidding me? Warum ist er nicht gestorben? I don't understand it. Verpiss dich! Hau ab! Du stinkst! Ich bin immer überlegen, ob ich mich jetzt verpissen soll. Weil die darf mich auch nicht sehen, ne? Wow, super. Ich bin auch ein bisschen dumm. Hat man das jetzt gerade echt nicht gehört? Ich war ziemlich auffällig gerade. Oh. Lol. Mama? Jetzt soll ich rächen. Jetzt sagt nicht, das hängt jetzt an mir, ihr Lappen. Ihr seid so nutzlos. Ihr seid wirklich nutzlos. Als ob das alles an mir hängt.
Also wenn ich jetzt trotzdem sterbe, habe ich trotzdem gewonnen. Ja, sehe ich so. Beschließe ich jetzt einfach so, weil... Ich bin halt toll. Not. Aber ich habe als letztes überlebt. Oder überlebe als letztes. Von daher... Fuck my life. Wenn du jetzt hier lame hochschießt, ne? Einfach aus Luck. Dann kacke ich dir sonst wohin. Mein Schild hält mindestens 10 Sekunden. Boah, Junge. Junge! Du leckst übrigens noch. Ja, sie gehen weg. Wenn ich hier alle Runden gewinne, dann will ich ein Lolli. Jetzt habe ich das gesagt und verliere. Mindestens in der letzten Runde. Fuck my life. Als ob ich den Kack hier schon wieder gewinne. In dieser Kackstelle. Heidezig war lange her, deswegen wissen die alle die Stellen nicht mehr. Wie ich das hier alles gewinnen muss. Ihr wollt mich doch verarschen. Das geht. Mann, vor allem du, Dark, bist hier so der Hide-and-Seek-Profi. Meistens. Aber stirbst, weißt du? Ha, ich bin hier der neue Profi. Lol. Es ist bewiesen. Nein, Spaß. Aber ich find's einfach gerade ziemlich geil. Also, mal gucken, was die letzte Runde mit sich bringt. Ob ich das gewinne oder ob ich zum Sticker-Team wechseln muss, um den Hai dann mal ein bisschen wegzuklotschen. Manchmal ist das schon gruselig, wenn ich genau das sage. Und also Steinköhler ist cool. Und natürlich bin ich Seeker. Mhm. So, Dark will jetzt gewinnen. Mal gucken, ob er das hinkriegt oder nicht. Mal gucken. Ich bin mit Lari im Team. Lari, hoffentlich machst du die beiden Jungs mal weg und ich kann den anderen Jungen mal wegklatschen. Mädchen-Power gegen Jungs. Mal gucken, wie das wird. So, die letzten 10 Sekunden brechen an. Mal gucken, wie das bringt. Und was es wird. So, ich drehe schon mal langsam meine Kamera. So richtig kackendreist. Und gucke mal, wie das hier so wird. Boah, ich als Seeker, Alter, wie ich hier... Meine Fresse! Diese Kacktinte manchmal. Ist so fucking nervig. So, manchmal backt hier auch das hier irgendwie rum. Deswegen, will ich das nicht. Manchmal bugt das ja rum. Am liebsten würde ich meinen Titan einsetzen, um so richtig zu trollen. Wisst ihr, dass ich das mal gern tun würde? Wirklich, ich möchte echt gerne mal meinen Titan einsetzen und trollen. Wenn ich jemanden gefunden habe. So richtig kackendreist. Das wäre doch was. So. Den Glitch hat auch keiner probiert. Da haben die wohl alle draus gelernt. Mm. Boah, ich hasse das, ne? Ich hasse Seeker sein. Und wenn du nichts findest. Hier bin ich heiter und werde gefunden, als Seeker zu sein und nichts zu finden. Das, ich weiß nicht, was schlimmer ist. Lari, du musst jemanden finden. Geh mal jetzt provisorisch hier lang. Boah, meine... Lol. Als ob hier alle sind. Junge! Willst du mich verarschen? Meine Kamera ist auch wieder... Du hast eine Bombe geschmissen, Armin. Das macht er immer aus Reflex. Das weiß ich wohl. Ja, ja. Ein Freund. Toll, aber ich glaube, wir haben die anderen nicht, oder? Oh doch. Wir haben zwei. Fehlt der letzte Lappen. Ich meine, dass ich glaube, dass er sich in der Base verpisst hat. Ich habe das so im Gefühl. Ich habe das im Gefühl. Boah, hier sind so viele... Oh Gott. Um dieses Gefühl zu haben... ist grässlich.
Aber wo soll er hier sein? Ey, willst du mich verarschen? Jetzt eine verkackte Person, weil einfach so viele da waren. Das ist auch richtig verwirrend. Jetzt hast du verkackt. Du hast dich leider, Nico, zu schnell offenbart. Ah, hättest du kurz abgewartet und wärst dann über mich gesprungen. Ich glaube, dann hättest du vielleicht gewonnen. Dann hättest du mich vielleicht ausgetrickst. So, ich wollte noch gewinnen. Ah, das war so knapp. Ah, Nico. Ah, wie gönne ich das den Siegern? Ah, weil er über mir gesprungen ist, habe ich das gesehen. Ich habe mich fast verschluckt. Oh Gott. Ah, das war schon knapp am Ende. Aber das war schön. Wieso ist Larry einmal gestorben? Ach, weil sie wahrscheinlich jetzt gegen Ende wahrscheinlich krepiert ist, ja. Gut. Vielen Dank an die Leute, die mitgespielt haben. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder für einer anderen Folge Splatoon oder in einem anderen Video. Bis zum nächsten Mal.